Ja, Huhu hier wieder bei Willandesh macht Kopfstände. Oder auch genannt beim Koalim in The Secret World. Mit dabei immer noch der Gierfalken, der Lesragdark und der Willandesh. Natürlich. Ja, du bist so sportlich, Willandesh. Super. wir sind kurz vor dem Endboss von Indas Inferno, der zweiten Instanz in The Secret World. Und ich lalle, als hätte ich 10 Bier getrunken. Was ist das? Nichts Schrimmel, was fällt hier gar nicht aus? Ja. Ich hab ein Säckchen. Leute, ihr müsst gar keine Drogen nehmen oder so. Es reicht, wenn ihr The Secret World mit dem Willandesh, mit dem Lesragdark und dem Gierfalken spielt. Okay, ab dafür. Was muss man hier beachten? Gleich kommt ein großer, sehr, sehr hässlicher. Du kennst doch Chaosbruten, Quali. Ja, kenne ich. Trifft es. Okay. Gleich kommt eine Chaosbrut. Nennen wir sie Chaosbrut. Kommt hier raus. Nennen wir sie Bernd. Wenn ich mich noch richtig erinnere, macht sie nach einer Zeit ein Schild um sich rum, wodurch sie, der Schaden reflektiert wird. Ja. Dann muss der Tank, also ich oder Gierfalken, sie in den Lichtstreit ziehen, die hier irgendwo auftauchen. Mhm. Dort verliert es den Schild und dann wieder raufhauen. Alles klar. Das heißt, Willandesh und ich, mich heißt es, sobald das Schild da ist, also sobald du schweißt Schild, machen wir Damage Stop und du kannst dich kannst direkt hinter den Lichtstrahl rennen. Ja. Weil er wird dann dir folgen. Du hast die Hacken. Ja, ich hau dann auch noch meinen Spot-Skill raus, damit er auch ja mich als Aggro-Ziel hat. Okay. Hauptsache du bewegst dich schnell Richtung Licht. Das Gute am Heiler ist, ich muss immer dasselbe machen. Also, go! Los! Los, Koala-Bande! Auf zum Koala-Mobil! Ah, da ist auch schon der Lichtstrahl. Komm. Okay. Ja, weg. Los, go. Hau drauf. Klaut mir meinen Akku. So, aber schlimm, wenn es uns gelingen würde. Komm. Ich zieh dich schon mal rein. Hinter euch ist das Lichtzeugs, ja. Ja. Ich zieh ihn schon mal rein, damit er das Schild noch nicht kriegt. Jemand hat mir den Akku geklaut, komm. Und sagt uns, wir sollen dir den Akku ziehen. Achtung, Raketen. Einschläge weg aus den roten Kreisen. Aua. Das tat weh. Sag mir auch Bescheid, wenn einer. Ah, das Ding da hinten. Hab schon gefunden. Du bist zu weit weg. Ja, schnell hinterher. Ja, ich kann nicht schneller als ich. Ich musste vor den Raketen weglaufen. Die haben mich fast gekillt. Ah, hier. Machen Raketen. Unterbrechen! Unterbrechen, irgendjemand. Hab ich schon verbraucht. Okay, ja, ich auch. Er chillt. Komm. Komm jetzt, komm. Lieber Junge, komm. Ja, du bist eine liebe Chaos. Verdammt hätte. Ich pack. Ich kann nicht. Diese scheiß Dinger sind echt blöd. Du läufst immer so weit weg, dass ich dich nicht heilen kann. Ja. Bin noch tot. So, oder? Oh, fuck. So, zu dritt jetzt, oder was? Willandesh ist auch tot. Okay, das, Falken, ist es dann dir? Ich bin nämlich gleich schon lange tot. Du bist schon ganz lange tot, dann ist es jetzt an mir. Ich laufe jetzt so lange von dem weg und heile mich, bis er K.O. ist. Moment, hat er auch kein Schild. Ja, schön, okay, ich mache auch keinen Schaden. Okay, und heute kommt jetzt der Koala rennt. Und er rennt die Chaos-Schnecke, aber voller Ehrgeiz, eigentlich nicht so hoch. Wer der schafft, gucken, die wer als erster keine Ausdauer mehr hat. Das kann sich jetzt noch Stunden hinziehen.
jetzt ja dein Schild schade. Ich glaube, das ist nicht. Lauf einfach durch dieses Licht. Bring mich zum Licht. Ich bin gleich tot. Ja, doch. Jetzt hast du Schaden. Ich heile mich schneller hoch, als du mir Schaden machst, du blödes Vieh. Willendersch, was sagen Sie, ich werde den neuen Weltrekord aufstellen? Ich glaube, ich sollte mich mal töten lassen, oder? Das macht ja so keinen Sinn. Aber ich hätte es überlebt. Es hätte jetzt noch Stunden so gehen können, glaube ich. Ja, super. Also, wir brauchen definitiv also einen Unterbrechungsskill, ja? Ja. Ich hab keinen. Ich finde aber die Bezeichnung Chaos Brut hat gepasst. Ja. Wir können sie ja nicht Lesrak Dark nennen, von daher. Den kriegst du zurück, verzeiht. Den kriegst du zurück. Naja, aber ich muss traurigerweise sagen, irgendwo finde ich auch, dass er cool aussieht. Aha, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus, Leute. So. Okay. Dann weiß ich aber nicht. Ja, ich fand auch die alten Karsbruten besser als die neuen. Okay. Also, der Tank darf tanken, aber er sollte nicht so weit weglaufen von mir. Ja, du musst ihm hinterherlaufen. Mhm. Ja, okay. Eigentlich ja. Dann laufe ich ihm hinterher und gehe dann aber das Risiko, dass ich sterbe. Als Heiler, lauf ins Licht. Okay. Ich laufe jetzt ins Licht. Der Tank wird immer das Licht suchen. Wie eine Motte. Okay. Aber haut das Vieh nicht auch ins Licht rein? Da muss ich reinziehen, deswegen renne ich ins Licht. Ja, aber dann bin ich doch direkt tot. Hey, Licht entfernt den Schild. Das Licht macht Schild? Nein, das Schild macht das Schild weg vom Boss. Ja, aber wenn der Boss in das Licht reinhaut und ich stehe in dem Licht, dann ist das kacke. Achso. Dann rennt er einfach etwas Abstand mit etwas Abstand weg, wenn er da ist. Ihr überfordert mich. Ja, los jetzt. Okay. Keine Sorge, Elite ist nur ein bisschen härter. Wann Nightmare wirst du dann? Guck mal, stell dich ins Licht. Ja, ich laufe ins Licht. Kennt ihr noch die Dotwins? Von früher. Jo, haut drauf, haut drauf, haut drauf. Ich folge jetzt einfach dem Lesrak. Und siehst du, ich bin schon fast wieder tot. Es war ein Fehler, dem Lesrak zu folgen. Stell dich hinter den Bus. Hinter den Bus? Eben. Ah, da. Licht, Licht. Achtung, Licht. Raketen. Diese scheiß Raketen. Eigentlich sind das mehr Meteoriten, aber ich weiß nicht. Meteoriten mit Zielvorrichtung. Ja, klar. Sie treffen genau mich und der Heiler ist tot. Was? Okay, Willendersch. Los, heil. Kein Hilton? Nein. Ja, jetzt sieht er mal, wie es ist. Wenn der immer weg out of range läuft, der Tank. Da kommt man gar nicht so schnell hinterher. Er ist Meister im Kiten. Danke. Oh, die Feuerblume. Aus den zum Rand raus. Ach, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Wie kann man denn hier was sehen jetzt? Kann man das irgendwie einstellen? Ah, guck mal, der Tank ist tot. Ja, los, komm, schafft ihr. Ach so, hier kann man das gucken. Ah, guck mal. Willandesch, Willandesch. Ja, dann setzt er den Blutskill ein. Welchen weiß ich nicht, aber er setzt ihn ein. Weg vor den Raketen. Blutlinie heißt er. Streber. Ich bin selber. So, oh, Willandesch ist fast down. Willendersch, nutzt du auch Ausschuss? Was nutze ich? Ausbluten. Ja, ja. Ah, also Bündelungspaket. Ja.
sehr schön. Sagen, für Lumpen geht auch ganz gut. Ich nehme dieses habe ich nur das Reflektionsding dabei. Ah ja, das ist auch geil. Ja, wir müssen irgendwie was finden, wie wir diese kacken Raketen da. Wir laufen da alle mal wie die Hasen auseinander und ich kann keine Leute heilen. Ich verlasse mich eigentlich auf deine Heilung. Ja, das kann ich nicht, wenn du von mir wegläufst. Das ist ja, ich weglaufen. Jetzt schon zum 10. Mal zu sagen. Ja, aber ich muss in das Licht laufen. Ja, ich kann es ja nicht, ich kann nicht halt nicht heilen. Wenn du dahin da so läufst. Wenn du außer Range läufst, habe ich keine Chance, dich zu heilen. Also die Alternative ist, ich stelle mich dahin und heile dich und sterbe selber. Haben wir ja gerade gesehen. Ne? Ja, okay. Dann versuche ich einfach immer stehen zu bleiben. Und da ist er ein. Ah, oh, je. Dann versuche ich einfach immer stehen zu bleiben, bis das Licht kommt. Also bei diesen komischen... Es ist nur bei den Raketen, bei dem anderen ist es völlig egal, da kann ich dir folgen. Aber wenn die Raketen kommen, dann muss ich weglaufen. Sonst bin ich nach 2 Einschlägen tot. Ja, wie gesagt, dann versuche ich jetzt einfach immer stehen zu bleiben, außer das Licht ist da, weil dann muss ich da ja hinrennen. Ah. Sekunde mal bitte. Du siehst doch selber, wenn diese Einschlagkegel da kommen. Und das ist der einzige Zeitpunkt, wo du nicht weglaufen darfst von mir. Okay. Warte jetzt mal einen Moment. Oder du musst so machen, dass du dann während der Zeit keinen Schaden kriegst, den ich heilen muss. Dass ich Zeit habe, wegzulaufen und dann, wenn die Dinger aufgehört haben, kann ich wieder anfangen. Das geht natürlich den auch. Den Skill habe ich noch nicht, dass ich eine Zeit lang unbesiegbar bin. Du kannst ja selber weglaufen, auch mal drauf achten, nicht getroffen zu werden. Der macht das ja nicht die ganze Zeit, der macht da Impulse, oder nicht? Ja, später macht er das die ganze Zeit. Die ist schlecht. Anspruchsvoll. Naja. Warte mal, war hier? Falcon hat noch, warte ja, mal. Ja, Falcon und ich. Achso, jetzt ist Skill um, oder was? Ja, ich... Ja, change of plans. Such mal was raus. Lass uns teilhaben an deinem Wissen. Ich habe jetzt leider nichts, was da auf die Situation passt. Ich habe mir heute fürs Event der AOE-Skillung zusammengebaut, aber die passt da wieder nicht, da mache ich keinen Schaden. Aber AOE-Skillung ist doch bei dem einzelnen Gegner eh nicht so gut, oder? Ja, eben drum. Ja. Ich habe nämlich fürs Event, um die ganzen Leute zu heilen, eine AOE-Heal-Skillung. Achso, okay. So immer ungefähr 5 bis 10 Leute geheilt werden gleichzeitig und die passt aber da bei der Situation nicht. Mhm. Okay. Von mir aus geht's. Okay, let's try. Falcon? Ja, alles okay. Okay. Sag schon mal sorry. Du sagst sorry? Okay. Warum? Ja, er wird mir das Akro klauen. Ach so, okay. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Aber dann hast du Zeit, ihn zu heilen. Okay, ja, das ist vielleicht ein Plan, ja. Sollte es passieren. Ah, da. Ja, das ist nicht so gut jetzt. Ich bleibe jetzt immer stehen, wenn das Licht nicht da ist. Ja, ich laufe gerade von den Raketen weg. So, jetzt kann ich dich wieder heilen. Ah, da liegt. Ja, du bist okay. Okay, jetzt kommen die Dinger wieder. Ich... Lauf mal in deine Richtung und versuch dich weiter zu heilen. Falcon ist gleich fast down. Ja, Ruhe, ich darf noch wenig. Okay. Ja, ich hatte den auch schon abgespottet. Sehr schön, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Läuft. Oh, jetzt kommen die ganz fiesen Viecher. Fuck.
Oh, Willandesch. Gab kein Stress. Okay. Jetzt wieder ein bisschen den Willandesch heilen. Aufhören, nicht zu legt. Und er haut wieder ab. Wohin rennt er? Ah, das heißt, er macht jetzt hier dieses Unsichtbauen. Da können wir uns irgendwo in der Ecke verpieseln. Ah, okay. Gut, gut. Wenn er dafür in der Ecke rennt, wo ist das Licht? Ach, da hinten. Falcon, du bist gleich down. Immer mit der Ruhe, ich hab. Ich brauch Heilung. Komm dich im Windhang. Scheiße! Ich bin weg. Diese scheiß diese Meteoritenkacke geht mir so am Piss, ey. Einmal da durch und ich bin tot. Ach je. Okay, bin auch tot. Ja, Falcon ist. Nur 20.000, ja. Okay. Kriegst du das hin? Ich sehe dich gerade gar nicht. Einfach da unten ist. Warum kann man eigentlich im Kameramodus nicht gucken? Ach doch, jetzt kann man. Wie viel Leben denn noch hat. Okay, das könntest du vielleicht sogar noch hinkriegen, wenn du so weitermachst. Beeindruckend. Das heißt, wenn diese gelben Dinger kommen, einfach an die Seite laufen, oder was? Irgendwo an die Ecke, ja. Verdammt. Es war natürlich klar, dass das scheiße ist. Ah, der hätte noch 9000, das kriegst du hin. 10.000. Okay. 9832 hat er bei mir noch. Leute, drückt dem Falcon die Daumen. Nicht, die brauche ich zum Breiten des Schwerts. Warum gehst du wieder in die Mitte? Ja, der macht jetzt wieder seinen Mega-Bomb-Bomb-Bademau hier. Das ist dann klasse, dann kann ich mich hier wenigstens schon mal in Richtung Licht positionieren. Ja, er hat nur noch 7.366. Ja, nur ein paar Runden und ich hab's. Also er geht zum Licht und sofort wieder weg. Ja, würde ich auch machen, wenn ich er wäre. Wie gesagt, am Ende macht er es nur noch so. Vielleicht aber. Oh. Er hat aber im Moment kein Schild, ja? Das war auch extrem fies, also. Come on, let's dance. Das Licht ist hinter dir. Übrigens, jetzt, genau, ja, du weißt es wohl selber, was es ist. Okay. Noch zwei Runden, dann müsstest du ihn eigentlich haben. Oder eine. Sequenz. Ja, Leute, so sieht das aus, wenn ein Falken auf eine Faustbrut haut.
hieß der hässlich. Tut mir leid. Ihre Prinzessin. Mr. Carissa. Sie sind wegen mir hier, nehme ich an. Ich will nicht undankbar sein, aber Gefühle sind nur noch ein Phantomschmerz. Wir sind nicht von derselben Art, Sie und ich. Ich sehe die Erde nicht nostalgisch. Hab sie amputiert. Mein Körper hat sie abgestoßen. Wissen Sie, ich habe mich meiner eigenen Seele entledigt, um derart schreckliche Verbrechen begehen zu können. Psychopathen sind doch auch nur Menschen. Ich stehe außerhalb des Käfigs des Menschseins. Ich bin verfeinert. Diese Dimension hat mich mit ihrer großen Alchemie verändert. Und im Gegenzug verhelfe ich ihr wieder zur Größe. Jeder versteinerte Wald entstammt einem einzigen Mangansamen. Sie atmen schwer. Die Atmosphäre oxidiert ihr Blut, macht es zu Metall. Wenn etwas in meiner Welt sie nicht stärker macht, tötet es sie. Gehen Sie wieder zurück. Gehen Sie mit meinem Dank. Wenn diese Sache geklärt ist, sorge ich dafür, dass diese Risse wieder zugeschweißt werden. Sie haben mein Wort. Sie. Ich. An einem Strand scharfer Fossilien. Die Geier von Leng spielen ihre Nervenenden wie ein Musikinstrument. Rufen Sie mich mal an. So werde ich. Ja, du wieder, ey. Wissen. Warum kommt Kampfmusik? Blutmagie-Fokus. So, so. Heilungswert. Ja. Noch ein Blutmagie-Fokus. Oh, 39 KP. Das ist ein bisschen. Oh, das Wissen. Nix Dolles. Nix Dolles. Ja, also itemtechnisch hat sich diese Instanz für mich jetzt so nicht so gelohnt. Aber ich habe einen neuen Rang. Haha. Der Verbundene. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Gut, ihr seid so still. Es tut mir leid. So. Mal diese ganzen Items erstmal auseinanderbauen hier. Warum baust du die auseinander? Und verkaufst? Oder willst du irgendwas basteln? Ja. Geld habe ich eigentlich momentan genug, also von daher bastel ich nachher wahrscheinlich lieber ein bisschen rum. Ich habe jetzt so preistechnisch gehört, die oberste, die oberste Variante von dem, vom Staub, glaube ich, also es müsste dann der reine Staub sein, geht pro Stück mit 10.000 Übernanz derzeit. Okay. Nice. Ja. Und jetzt? Gehen wir hier raus, oder was? Ja, oder wir machen eine Party. Eine Party, dabei? Eine Party in der Hölle. Verdammt, ich fehlt mir doch tatsächlich eine Mission. Eine Mission? Krieg gegen die Fenster. Irgendwo habe ich die übersehen. Okay, die finde ich. Das ist doch die Instanz in Blue Mountain, oder? Ah, das kann sein. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Bis bald dann.
So, haben wir das auch geschafft. Warum müssen die Instanz jetzt hier... Ach, die kann man immer machen, ne? Oder? Also da ist, ja, da ist jetzt hier bei dem Typen ja kein so ein Schild, so dass ich die schon gemacht habe. Weil man die Mission wahrscheinlich immer machen kann, ne? Jo. Telefonieren wir mal mit den Drachen. Okay, ich habe wieder kein Wort verstanden, aber das ist ja bei den Drachen nicht so ungewöhnlich. Ach, richtig, wir sind die einzige Fraktion, die kein Englisch spricht. Wenn du allerdings Koreanisch sprechen würdest, würdest du verstehen, was sie da sagt. Ja, ich kann ja nicht alles sprechen. Tja. Gibt es irgendwo eine Übersetzung? Hör dir einfach die Templer oder die Illuminaten an. Es hört sich ziemlich ähnlich an. Ah, okay. Lesrak, warum springst du so wie so ein Bekloppter im Kreis? Weil er es kann. Habt so oft was gegen den Kopf gekriegt. Okay. Ja, gut. Dann ist die Folge jetzt ein bisschen kurz, aber dafür war die letzte ja ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie der Grey Falcon unseren Endboss kaputt gehauen hat. bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali und euer Lesrak Dark und euer Villanesh und euer Grey Falcon. Oder Gear Falcon. Tschüss. Sagt alle Tschüss. Bye. Ich liebe euch.